Wir haben uns jetzt während der Mittagshitze rausgetraut und das aus einem Grund. Ich habe mega Bock auf ein Eis. Und wir haben da so einen coolen Eisstand gesehen am Plaza de Mayo. Und da spazieren wir jetzt mal hin. Ach so, und trinken wollen wir noch kaufen, genau. Das ist dann Grund 2. Falls ihr euch fragt, wie bei uns so ein normaler Vlog-Dreh aussieht, ja, was wir da aufbauen, was für Equipment wir benutzen, wir zeigen euch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen. So sieht es dann aus. Hier haben wir ein paar Lichter aufgebaut. Hier unsere Kamera. Ah, falls ihr jetzt dachtet, das wäre für unseren Vlog da. Schnauze ein bisschen zu klein. Ja, genau. Wir haben gerade mal nachgefragt, für was die drehen. Und die drehen für, also fürs deutsche Fernsehen, die drehen für das Traumschiff. Ja, wir haben uns auf einmal irgendwie gewundert, warum alle Deutsch reden. Verrückt. Also auch die verschlägt nach Colonia del Sacramento. Hier ist es aber auch einfach schön. Ja, es fühlt sich an wie so eine große Filmkulisse. Jetzt haben wir uns ein Eis geholt und das ist ein bisschen teuer, ein bisschen arg teuer. Wir haben jetzt für diesen gemeinsamen Becher haben wir jetzt 190 uruguayanische Peso gezahlt. Das sind ungefähr 6 Euro. Aber manchmal muss man sich einfach auch mal was gönnen. Und wir gönnen uns jetzt dieses Eis. Mal losgegangen, weil wir waren eigentlich den ganzen Tag nicht so aktiv, weil es hier wieder sehr, sehr heiß war. Es soll jetzt in 2 Tagen aber ein bisschen besser werden. Nur noch 24 Grad, das tut uns auch mal ganz gut. Und wie ihr seht, wir haben die Drohne dabei, die lassen wir heute mal steigen. Wir sind schon gespannt auf die Aufnahmen, ihr wahrscheinlich auch. Wir haben gerade unsere Drohne aufgebaut und waren gerade so bereit, die fliegen zu lassen. Und wer ist dann an uns vorbeigelaufen? So eine Truppe von 5, 6 Männern. Und wir haben den Hauptdarsteller vom Traumschiff erkannt und den Regisseur, die dabei waren. Und was stellen die Deutschen als allererste Frage, wenn sie eine Drohne sehen? Habt ihr eine Genehmigung? So geil. Die Leute hier normalerweise, oh cool, vielleicht noch die Frage, was kostet's? Aber die Deutschen gleich wieder, braucht man dafür eine Genehmigung? Herrlich. Wir haben jetzt hier die ersten Aufnahmen gemacht und wollen jetzt vor zur Flagge und da nochmal die Drohne steigen lassen. Don't care.
all die anderen Sachen zuerst gefilmt und wollte dann den Sonnenuntergang nochmal filmen, aber dann war der Akku von der Drohne leer. Aber das bedeutet einfach, wir müssen morgen nochmal hin und müssen die Drohne leider nochmal fliegen. Es tut mir leid. Leider. Leider, leider. Jetzt haben wir uns ein Eis geholt. Oh. Ich sehe ein bisschen verwirbelt aus von diesen ganzen Turbulenzen der Drohne.